Er stimmt für die Einrichtung eines Nationalparks Nordschwarzwald. Uli Blumenthal ist pensionierter Lehrer und hat vor einigen Jahren mit Schülern einen geologisch-botanischen Spazierweg bei Bad Wildbad eingerichtet. Diese über 300 Jahre alte Eiche ist ein beeindruckendes Naturdenkmal. Den geplanten Nationalpark bezeichnet er als spannendes Experiment. Ganz persönlich erhoffe ich mir eine größere, unberührte Landschaft und einen touristischen Impuls für die Region, die es dringend notwendig hat. Sie stimmt gegen die Einrichtung eines Nationalparks Nordschwarzwald. Daniela Wieland betreibt dieses Hirschgehege auf dem Kaltenbronn. Mehr Naturschutz brauche es nicht, sagt sie. Die Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen sei bereits jetzt sehr groß, also nein zum Nationalpark. Wir brauchen den Nationalpark hier nicht, da unser Wald so super toll ist und die Leute wegen Schwarzwald hierher kommen und nicht wegen irgendwelchem Totwald. Wir hier auch schon Bannwaldwälder haben und ich der Meinung bin, dass das reicht. Pro und Contra Nationalpark, die Bürgerbefragung hat begonnen. Wie hier in Bad Wildbad will die Kommune ein Stimmungsbild bekommen, ob und wie die betroffene Region tatsächlich zu einem Nationalpark steht. Fast 8000 Menschen ab einem Alter von 16 Jahren können hier ihre Meinung äußern. Ich finde es ganz gut, dass auch die Beteiligten oder sind alle, dass sie auch mit in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Damit die Herrschaft da oben dran wisst, was die Allgemeinheit oder die, die da drin wohnen in dem Viereck, was sie denken. Für bisher Unentschlossene hat die Stadt ein Nationalpark-Infozimmer eingerichtet. Prospekte beschreiben Positionen. Doch entscheiden, ob das umstrittene Projekt kommt oder nicht, wird einzig und allein der Landtag. Die grün-rote Landesregierung will den Nationalpark. Ob ihn die Menschen in der betroffenen Region auch mehrheitlich wollen, ist noch offen. Ich denke, die Bürgerbefragung ist ein Fingerzeig für die Politik. Und wie die Volksvertreter dann damit umgehen, das ist dann denen ihre Sache. Ne? Bis Sonntag können die Bürger in insgesamt 8 Kommunen ihre Meinung zum umstrittenen Nationalparkprojekt kundtun.